Hallöchen und willkommen zurück. Ja, dann schauen wir doch mal in diesem Part, wo wohl die Saves fliegen. Was haben wir hier denn Schönes? Also das Einzige, was wir hier haben, ist die Zeit. Apparently this unit also needs a bit of tweaking. Auch nicht schlecht. Jetzt hat der Spucker-Taster hochgefeuert und ich muss jetzt wohl irgendwie hinterherkommen. Ne? Na gut, gucken wir mal. Yeah, wir fliegen! Wie sie auch geschrieben hatten. Oh, nichts wie runter hier. So. Also, wir haben jetzt ein paar Saves rumliegen. Die wollten halt mal ein wenig fliegen. Schauen wir doch mal nach, ob wir mit den Saves vielleicht irgendwie da hochkommen, wie es aussieht. Und dann nehmen wir noch einen mit. Wir nehmen dann wohl einen mit. Und sind auch schon oben. Gut. Zack, Tür offen, Tür zu, safe drin. Na super. War ja. Was guckt Iggy hier um die Tür? Iggy's weg. I'm not entirely convinced of your aptitude to handle this situation. Der guckt gerne mal, der gute Iggy hier. Hm? Das sieht alles immer so komisch aus hier. Selbst das da oben. Sehr, sehr komisch. So, gucken wir doch mal. Ein Tisch, ein Safe. Ach, nehmen wir einen Tisch, der ist handlicher. So, Roboterpüppchen habe ich keine gesehen. Ach, und dann so viel dazu. Schnappen wir uns guten Tisch. So viele Tische. Alter, der springt nicht. Das gibt's doch wohl nicht. Das kann's doch wieder nicht sein hier. Fängt er schon wieder nicht an zu springen. Hep, jetzt. Nehmen wir den doch gleich mal mit. Mal gucken. Well, that was a pleasant surprise. Mal gucken, ob wir den noch gebrauchen können. Ein Sofa, noch ein Sofa, da ist unsere Wuschel-Omi. Das sieht mir sehr, sehr komisch aus. Ja, schrei du da oben nicht so rum. Apropos, wie sieht die Omi? Oh. Oh. Nee. Das wollen wir wohl doch nicht sehen. War ja irgendwie schon zu vermuten, dass das nicht gut aussieht. So, kann ich die irgendwie... mal gucken. Ich muss doch irgendwie da oben rankommen können. Uiuiuiui. Gibt's gleich mal wieder einen Freiflug. Yeah. Nicht yeah.
Und ich wollte schon sagen, oh, ich bin oben. Ah. Alter, das kreischt aber. Na super. Nur weil der Tisch einmal so lag. Willst du mich hier veräppeln? Und wie komme ich denn jetzt am besten da hoch? Nee, passt nicht. Ach nee. Gemeinheit. Extreme Gemeinheit. Ach, hier ist es nee. So. Ey, was soll denn der Rotz denn jetzt hier? Hallo. Komm her. Gibt's ja wohl nicht. Ich frag mich, wie man hier hochkommen soll. Das gibt's doch nicht. Wenn ich den... Kann ich nur Glück haben, dass er vielleicht irgendwann mal oben fällt. Was er wohl doch nicht tut. Doch langsam. Oder auch nicht. Und? Hoch. Springen doch. Alter Schwede. Und dann geht's natürlich nicht da hoch. Ach, hier ist es ne. Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Ach, hier ist es ne, das gibt's doch nicht. Flup. Freiflug. Ach je. Ach nee. Wie kommt man jetzt nur hoch? Das Sofa natürlich hier runter durch und durch. Da fliegt das Sofa durch. Ach nee. Mensch. Ich kriege hier noch die Meise, wenn es so weitergeht. So. Muss dann noch nicht mal mehr was berühren und dann ist schon alles hinüber. Jetzt nur noch hoffen. Ich komme noch nicht mal auf den Tisch drauf. Das ist doch nicht mehr normal. Und bleibst du oben? Das ist gut. So, noch ein Versuch. Ja, drauf. Juhu. Alter Schwede, das hat jetzt aber wieder ein bisschen Zeit gekostet, wie wir merken, ne? So, die Tür ist natürlich schneller auf. Wir kriegen den Tisch so vor die Nase gedonnert, dass wir gar nicht mehr durchkommen. By the fascinating lands of missing items,
I can hypothesize that I am officially lost. Short-term memory gone, trapped in some sort of pocket dimension. Today is a good day. This used to be one of the manor's libraries. I altered it. Ich habe sie modifiziert, ich merke schon. Wir haben doch keine Zeit. Na super. Ich sehe es. Ich sehe es. Wo soll man denn jetzt hier lang? Ich sehe nur noch da oben irgendwas. Mal gucken, da drücken wir den Knopf. Blub, 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 blub. Okay. Alter, das hört sich an. Was passiert dann? Fliegen die Kisten da rum? Ja, das ist doch super. Können wir auf das Ding auf? Jo, passt. What's that saying? It's like wrangling cats. Schauen wir mal, ob wir nicht eventuell da drauf kommen, wo ich dann eigentlich Mist. So viel dazu. Los, spuck aus. So. Oh, sind wir sogar hier oben drauf. Und brauchen. Das ist ja super. Jetzt weiß ich, was ich noch machen muss. Ach ja. Weitwurf. Schmeißen wir die Dinger mal ein bisschen weiter hier. Komm, komm, komm. Wurf. Ja. Yeah. Sollten, glaube mal, hier drüben landen. Yeah. Erste, zweite, dritte. Und die vierte, drücken wir einmal Q und Türchen öffne dich. Okay, das ist also unser Onkel mit Iggy. I had this portrait of myself and I commissioned before we began time travel in the mid-70s. Time traveling was certainly all the rage back then, at least among the more scientific circles. One of our colleagues used to throw the most amazing costume parties. And you know, you just can't beat the real thing. Oh, weil. Und wieder die schönen Rohre. Do you know that the only legal way to hunt tigers is to travel back in time to do it? Not that I would recommend doing as such. Interestingly enough, I have a hypothesis that the only reason tigers are about to go extinct is because people are going back in time and shooting them. Oh Gott, nee, der stellt Vermutungen an. Am
besten hat jeder noch so eine Zeitmaschine, ne? Hier. Die fünf Türme. Mal gucken. Fünf Türme. Was das wohl schon wieder heißt. Das heißt auf jeden Fall, dass ich nicht da hochkomme. I made the first prototype when I was your age. I haven't had the heart to change the design. Oh. Das sieht ja sehr gut aus. There should be an IDS battery on the other side of the fan. Das sieht sogar sehr, sehr gut aus. Ah, und da fallen sie runter. Halleluja. Alter Schwede, wenn ich nicht aufpasse, bin ich hier mitgebrutzelt. Ich sehe hier hinter der Tür gar nicht. Irgendwie. Keine Ahnung. Was hat's mit dem Porträt da hinten auf sich? Ach du Schreck. Ja, Zeitreisen, ne? Neandertaler mit der Keule. Und dann der Säbelzahntiger. Ob das klappt, was ich gerade vorhabe, das weiß ich noch nicht so ganz. Alter Schwede. Alter, war das knapp. Komm zu Papa. So. Ach, deswegen habe ich nichts gesehen. Das ist ja gemein. Uiuiui, da will ich jetzt ungern stehen. Hopp. Gut. Dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Dann brauchen wir eigentlich nur noch irgendwie da. Müssen wir noch da rüberkommen? Mal gucken. Wie war das am besten anstellen? Hm. Am besten wäre. So. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr da hoch, weil es zu hoch ist. Na super. Na gut, noch eine Runde. Jo, da fallen sie alle. So, ich halte ein bisschen Abstand von vorne. Ich will ja nicht gleich mitgegrillt werden. Hoffen wir mal, dass es reicht. Ach, wie gut, dass wir Zeitlupe drin haben. Halleluja. Ich hätte es fast wieder vergeigt. Meine Güte, sieht aber aus. So. Ach nee, stimmt ja. Geht ein bisschen langsam. Und wir haben den nächsten Teufelsraum durch. Our time travels took us to feudal Japan, where they took a rather strong liking to Ike. I hope introducing them to a small, cute, fluffy creature somehow didn't alter the present. Ah,
there's a ninja in this painting. You just can't see him. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wenn der Ninja war, dann war alles vorüber. Ike and I traveled back in time once to find the fabled lost city of gold. We never did find it, and to be honest, the lost cities of bronze and silver really weren't that impressive. Could have been worse, I suppose. Oh, Jesus, nee. Was die sich da vorgestellt haben, das ist wirklich atemberaubend. So, Blockparty der Roboter. Na, gucken wir doch mal, was für eine Blockparty wäre das hier. Okay. So eine Blockparty. Okay. Lass das Türchen hier auf. Keep an eye on that activation beam. Los, los, los. Komm her. Erster. Zweiter. Ah ne, die müssen dann wahrscheinlich da hinten hin. Hab ich den? Hier. So, erster. Zweiter. Hoffentlich brauche ich die nicht auf der anderen Seite. Um überhaupt mal auf die andere Seite zu kommen, ja. Oh oh. Das geht mir nimmer gut. Nur komme ich jetzt auch noch irgendwie drauf, bevor die hier den Geist aufgeben. Packen sie das? Packt er das? Nein! Ich muss zwei abfangen. Durch. Halleluja. So. Dich nehme ich, glaube mal, als Anlaufbock. Gutster. Gib mal ein bisschen schneller. Und hepp. Dank dir, Robo. Und wir schauen derweil mal, was wir hier oben so Schönes haben. Ah, unser Iki hat mal wieder was Schönes in der Tasche. Was wir sehr gebrauchen können. Das wird ja ein Spaß. So, will jemand einen fliegenden Sessel? Nee, ich nehme lieber einen fliegenden Tisch. We might have to table this. So. Was macht der hier für Geräusche, Alter? Ich glaube, da ist wohl gerade ein Tisch durch die Gegend geflogen. Gott, nee. Noch mehr Tische.
Papa. Yeah, läuft doch. Falsche Taste. Aber es läuft. Es läuft. Man kann nichts anderes zu sagen. Außer dass es läuft. There are clouds here. Have I mentioned that? Hä, welche Wolken? Wait. Wait. Is that Lind? Na, super. Also dann. Ja. Sprung ins Ungewisse. Dann würde ich wohl mal vorschlagen, weil wir wieder an die Zeit rankommen, dass wir hier erstmal einen Cut machen und dann mal zusehen, wo der Sprung ins Ungewisse hingeht. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, euer Davilu und tschüss.